Faschingsbeginn am Innsbrucker Tivoli. Während andere sich verkleiden, zeigen die Tiroler an diesem Tag nach langer Durststrecke gegen Alltag ihr wahres Gesicht. Und los geht's mit dem Torfestival dann so richtig in Minute 33. Prelitz schiebt den Ball hier in die Mitte und Oertl-Thaler nutzt die Gunst der Stunde und netzt 1:1 Führung für die Tiroler. Der Bann bei der WSG Tirol scheint gebrochen. Minute 39, Kofi Schulz auf Stefan Skribo und die Flanke landet im Tor. Mit ein wenig Hilfe steht es 2:0 für die Tiroler. Skribo heute nach langer Zeit mal wieder das Vertrauen von Silberberger bekommen und von Beginn an mit dabei. Und die Umstellung war absolut die richtige, wieder Skribo. Und dann kommt Nick Prelitz, 3:0 kurz vor der Halbzeitpause für die WSG Tirol. In Halbzeit 2 bleiben die Tiroler weiter in Torlaune. Minute 61, Prelitz sieht Skribo und der trifft. 4:0 für die WSG Tirol und Skribo legt auf am Tivoli-Rasen. Die Altacher bleiben wach. Gustavo Santos mit dem 1:4. Nur 3 Minuten später eine schöne Einzelaktion des Brasilianers. Den Deckel drauf macht dann 10 Minuten vor Schlusspfiff der eingewechselte Ogrinetz. Herrlich bedient von Grünberger und trocken abgeschlossen. 5:1 das Endergebnis zusammenfassend. Ein magischer Abend am Tivoli und ein Schuss ins Bullseye.